Am Messestand der Firma Höpf gab es die Gelegenheit, sich den 16-Kanalsender DS-16 von Yeti intensiver anzuschauen. Zahlreiche innovative Features kennzeichnen die Fernsteuerung, die bereits mit mehreren Gebern ausgebaut zur Verfügung steht. Die Programmierung von Modellen fällt wegen des 3,8 Zoll großen Displays und der intuitiv erfassbaren Menüstruktur der DS-16 leicht. Manfred Pfeiffer von der Firma Höpf erklärt, wie man mit wenigen Schritten ein neues Modell anlegt. Das Anlegen eines neuen Modells geschieht sehr einfach. Modellwahl, neues Modell anlegen. Wir brauchen immer einen neuen Namen für das Modell. Wählen aus den Typen, wählen aus dem Flugzeug, haben sehr schnell die Frage, Querruder 1, 2, Klappen dazu, Klappen, Klappen, Klappen. Bis zur die Auswahl des Höhenleitwerks, V-Leitwerk, zwei Servo, zwei oder nur Flügler, haben die Frage nach Anzahl der Antriebe, Stürklappen, Fahrwerkservo haben wir auch noch eins. Wir erweitern haben schon die angezeigten Funktionen jeweils am Sender abgebildet. Eindrucksvoll präsentiert sich die Option der Steuerung eines Flugmodells oder einzelner Funktionen des Modells über die integrierten Lagesensoren. Diese erfassen Bewegungen des Senders und setzen sie in Signale um. Erweitert werden die Möglichkeiten beispielsweise durch den optional erhältlichen Knüppel mit eingebautem Podium. Er könnte zur Steuerung von Kameraschwenks bei einem Multicopter dienen, während das Modell selbst über die Lagesensoren stabil in der Schwebe gehalten wird.